Hallo zusammen, ich habe hier einen T4 California, einen Westfalia-Ausbau und bei mir geht es um Kühlschränke. Schauen wir uns das Teil an. Hier mit der modernen Steuerung. So nebenbei, als ich bei Danfoss gearbeitet habe, habe ich diese Teile zusammengebaut. Hier der Stecker, der ist schon offen. Und wir haben hier, ihr seht hier, da liegen ein paar Sicherungen. Diese Sicherung hier, die ist hier eingesteckt unter einer grauen Kappe. Man sieht das auf dieser Steuerung besser. Da ist diese Kappe noch dran. Hier wird sie schon demontiert. Wir haben hier eine Sicherung drauf mit 15 Ampere. Und wir haben, wenn wir jetzt hier wieder ins Auto gehen, hinter dem Fahrersitz, hier unten eine Sicherungsleiste. Und die unterste Sicherung, hier eine gelbe, ursprünglich ist eine 15 Ampere drin, hier ist jetzt bereits eine 20 Ampere drin. Diese Sicherung fliegt raus. Auch wenn ich die Sicherung rausnehme, habe ich natürlich hier auf dem Display Kühlschrank. Der blinkt zwar, wenn ich dann hier hinten, oh, diese Faulbusse sind zu klein, wenn ich diese Sensleitung D abziehe und ich nehme die Sicherung raus, also Sicherung ist weg, der schwarze Kabel ist auch weg, dann blinkt der Kühlschrank nicht mehr, sondern er leuchtet. Er sollte an sich funktionieren. Das Display hier hat nichts mit dem Kühlschrank zu tun. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Voltmeter nehmen, ich mache hier mal noch ein bisschen Licht, dann sieht man es besser. Wenn ich hier messe, hier plus und minus drauf, da habe ich hier eine Spannung von 12,7 Volt, das ist okay. Wenn ich diese Sicherung jetzt einsetze, fliegt sie raus. Jetzt hier diese, weil vorne eine 20 Ampere Sicherung drin sitzt. Wenn ich diese Steuerung hier, ich kann hier den Deckel abnehmen, man sieht es hier schlecht. Also ich habe hier diesen Stecker mit Abdeckung. Wenn ich diese rausnehme und die Sicherung fliegt immer noch raus, dann haben wir hier auf dieser Sicherkasten ein Problem. Was können wir machen? Wir nehmen einen neuen. Ja, hat man zur Hand und ersetzt den. Das heißt, ich stecke den hier unten ein, wieder so ein bisschen schräg, so wie gehabt. Bevor wir einsetzen, machen wir nochmals einen kurzen Test. Ich nehme den raus und ich stelle das Voltmeter hier nicht auf Volt DC, Volt, sondern ich stelle das auf Ohm. Ich habe hier oben jetzt Kilo Ohm, Mega Ohm. Wir haben Ohm und ich kann messen. Ja, das Ding ist, wir haben eigentlich wie eine Raute vier Pins. Der untere ist der gemeinsame. Das heißt, ich messe. Mal schauen, ob ich das hier reinkriege. Ja, vielleicht, wenn ich hier das Voltmeter wieder auf Licht, wenn ich hier vom unteren zum oberen Pin messe, dann ist das die Messwicklung. Diese Wicklung, die zwischen dem unteren und oberen Pin ist, misst, wo der Rotor steht. Der müsst um die 5 Ohm haben, das ist okay. Wenn ich jetzt hier zwischen unten und rechts messe,
dann müsste ich um die 2,2 bis 2,5 Ohm haben. Hier habe ich 2 bis 2,5 Ohm. Das ist okay. Und wenn ich dann hier von, man sieht es nicht, von unten gegen rechts messe, da ist die zweite Wicklung. Wir haben hier also einen zweipoligen Motor drin. Ja, geht ein bisschen schlecht. Messen und Finger dazwischen. Jetzt müsste ich es haben. Hier habe ich auch 2,2 Ohm. Dieser Kompressor ist die Wicklung in Ordnung. 2,5, das liegt jetzt an meiner Messtechnik hier. Ich stecke also von der neuen Steuerung hier den Stecker hier auf. Ich besorge mir einen Schraubenzieher. Vielleicht geht das. Ich löse also diese zwei Schrauben hier. Das ist die Plusleitung und die Minusleitung. Man sieht das jetzt kaum. Moment, ich schraube mal einfach. Mal schauen, ob man es so sieht. Nee. Ach was, ich schraube jetzt einfach. Ich zeige es euch nachher. Plusleitung umschrauben auf Plus und die Minusleitung logischerweise auch. Also ich zeige euch, was ich hier gemacht habe. Ich habe also von der alten Steuerung hier Plus und Minus weggenommen und hier auf Plus und Minus gehängt. Hier ist logischerweise eine Sicherung. Und jetzt kann ich hier mit dem Schraubenzieher zwischen C und T eine Brücke machen. Da müsste der Kompressor laufen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber der Kompressor surrt. Aber der Lüfter noch nicht, weil der Lüfter hängt noch auf der alten Steuerung. Und nicht auf der neuen. Ich hänge jetzt das also wieder um. Also ich nehme hier eine Hand zum Filmen, andere Hand. Ich hänge die hier auf F minus, das schwarze Kabel vom Lüfter, und das rote Kabel auf C. Und ich mache hier wieder eine Brücke. Und wir hören auch, nicht nur der Kompressor läuft, sondern der Lüfter. Hier liegt noch mein Akkuschrauber, um die vielen Schrauben zu lösen. Also wenn ich jetzt hier den Schraubenzieher wieder löse, geht der Kühlschrank aus. Das heißt, Lüfter aus. Jetzt mache ich wieder eine Brücke hier mit dem Schraubenzieher. Kompressor läuft an und der Lüfter läuft an. Jetzt ist ja nicht das Definitivum, sondern ich habe hier von diesem Kasten von VW, der da vorne hängt, eine Steuerleitung. Das heißt, wir hängen diesen Steuerleitung hier an auf T. Wir sehen, der Kompressor läuft. Auf C haben wir kein Kabel. C ist einfach nur Plus. Das Plus wird vorne in diesem Kasten generiert und dann hier aufgeschaltet. Und wir haben noch das schwarze Kabel, das hängt auf D. Und dieses führt dann wieder zur Störung von diesem Gerät. Das ist normal, ihr seht es, nee, ihr seht es nicht. Wir haben jetzt hier wieder ein Blinken vom Plus. Und das ist eine andere Generation Steuerung. Und dieses Kabel zieht ihr wieder weg. So habe ich wieder vorne eingeschaltet.
Und der Kompressor müsste nach 30 Sekunden hier wieder anfangen zu laufen. Ja, jetzt ist der Kompressor wieder angelaufen. Wenn ich diese Plusleitung wieder anhänge, hier auf D, läuft der Kühlschrank nicht mehr. Also ich habe hier eine Warnmeldung, vor allem Unterspannungsschutz, aber das sehe ich ja vorne an der Batteriespannung, lässt mir dieses schwarze Kabel hier weg, weil wir haben hier unterschiedlich gebaute Steuerungen, die darauf nicht reagieren. Ich hoffe euch hiermit gedient zu haben. Ich schraube jetzt hier, mache hier zu, wechsle den Kasten, schraube das Ganze wieder zu und dann soll das Teil wieder laufen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und schöne Zeit in einem VET4.